Ja, guten Tag, Frau Stefanie Schorn. Sie sind die Filterkandidatin für die CDU. Und was sagen Sie hier zum Baustellenpanorama? Ja, ich freue mich, dass die Baustelle hier vorwärts geht. Wir haben in Stuttgart und Umgebung sehr viele Staus, wir haben sehr viel Verkehr. Und deswegen müssen wir uns Gedanken machen, wie wir den Verkehr von der Straße auf die Schiene verlegen. Und ein wichtiges Projekt dabei ist auch Stuttgart 21. Dabei mit Stuttgart 21 haben die Menschen schnellere Verbindungen. Sie haben bessere Verbindungen und deswegen brauchen wir dieses Projekt. Warum sollen junge Leute die CDU wählen? Wie man auch hier bei dem Projekt sieht, steht die CDU für Zukunft, für Mobilität, für Innovation. Und ich glaube, wir brauchen keine rückwärtsgewandte Politik und keinen Status quo, sondern wir brauchen Entwicklung. Gerade hier im Wirtschaftsstandort Stuttgart und Baden-Württemberg. Was sagen Sie dazu, dass die Grünen lange gegen das Projekt waren? Ich habe es ja gerade schon gesagt, das ist natürlich das eine, auch immer davon zu reden, weniger Verkehr auf der Straße zu wollen und gegen das Auto zu sein, aber nichts dafür zu tun, dass eben das Auto und der Verkehr vom Auto auf die Schiene verlegt wird und solche Projekte quasi zu blockieren. Das passt für mich nicht zusammen und deswegen denke ich, ist es gut, wenn die CDU für das Projekt ist und sich dafür auch einsetzt und es natürlich auch kritisch begleitet. Dann freue ich mich, dass Sie sich dafür einsetzen und wünsche Ihnen alles Gute im Wahlkampf. Alles klar, vielen Dank.